Unsere Siegesserie geht heuer weiter. Ja, das sagt Bruce Sanell zu seiner Mannschaft, die einfach mega Gas gibt. Panky Dortmund 11 im Aufwärtstrend. Sie sind einfach der Hammer. Sie sind einfach der Hammer. Sie gewinnen jedes Spiel mit mindestens 3:0. Diese Moral, diese Form, die die Mannschaft hat, einfach super. Die Frage stellt sich natürlich, ob man jetzt im Saisonfinale noch weiter dieses Tempo aufrechterhalten kann. Es ist natürlich sehr wichtig. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass unsere Elf weitermacht. Sagen wir mal so, es ist zwar unwahrscheinlich, dass jetzt noch was passiert und wir auf Platz 1 springen, aber es ist möglich. Und diese Möglichkeit, man muss an sich glauben und die TSG hier unbedingt besiegen. Die Aufstellung, Bier im Tor, Lechas in der linken Verteidigung, Zambrano, Zeus, Innenverteidigung, Kapellak, Bumstal, Arthur, Krebs, De Witt, Oltoff und Klos stürmen. Im Tor Landro, Marcos Alonso, Borsa, Felipe Santana, Trash, Sigurdsson, ja, da machen wir die auch schon wieder weg. Okay. Dortmund stürmt sofort auf De Witt, über De Witt. Santana wird liegen gelassen, fault, 11 Meter, zweite Spielminute. Felipe, was ist da los? De Witt klatscht sich selber. Ja, ich hab den rausgeholt. Sehr gut. Oltoff tritt. Trifft nicht, Landro hält ihn, oder Pfosten, oder was auch immer. Klose im Nachschuss, Landro, was war das denn? Da stand unten gerade noch, dass er die letzten 8 Elfmeter alle verwandelt hat. Und jetzt versaut das. Michael Oltoff. Oh Gott. Ein Schockmoment kurz. Volland versucht sogar. Mit einem Distanzschuss wollte ich sagen. Aber das wird nichts. Dortmund ist ein wenig verunsichert. Fehlpässe. José Rodón Bier hält ihn aber. Huiuiui. Wie gesagt, Verunsicherung in den Dortmunder Reihen. Boah, Rudi, fast mit dem Tor, aber Bier. Was ist los, Team? Konzentration. Klos. Nichts. Volland. Arthur klärt auf Klos. Muss ich den Ball jetzt schon an der Mittellinie holen? De Witt. Ah, Oltoff kommt da an den Ball. Gut. Ah, jetzt verliert er ihn sofort wieder. Nicht gut. Firmino. Robert, da ist es! Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr in so einem wichtigen Spiel. Kevin Volland, 1:0 für die Hoffenheimer. Ja, Team. Da habt ihr die Führung auf dem Fuß und da macht ihr sowas. Kriegt da Dinge noch rein? Freistoß. 1:0 in der 26. Spielminute steht's gerade. Oltoff. Na, aber die Fehlpässe. Klos wird gefoult. Das gibt die gelbe Karte, sieht der Ref auch so. Gelbe Karte für sie. Maxima Gonalons. Zeus mit dem weiten Freistoß auf Krebs. Er nimmt ihn direkt. Klos wäre fast dran gewesen. Aber Landro, den Ticken schneller. Rudi. José. Aber Bier hält ihn. Gott sei Dank. Arthur, schön durchgesetzt. De Witt. Klos. Klos wird gefoult. Freistoß. Aus guter Position. Oltoff müsste ihn treten. Vielleicht trifft er den ja wenigstens. Ja, Tatsache! Yes! Wenn er den Elfmeter nicht macht, macht er den Freistoß. Michael Oltoff, 37. Minute. Ausgleich. Bruce schaut nochmal. Ja. Yes. Yes, habe ich gewartet. Ich wusste, dass wir gewinnen. Wirklich gut. Hier sehen wir den. An der Mauer vorbeigezwirbelt. Keine Chance für den Keeper. Felipe Santana kann dann hinterher schauen. Und der andere Verteidiger klatscht sogar noch. Schön. Sigurdsson. Volland. Aber Arthur stört nicht gut. Aber die Defensive steht da Gott sei Dank noch recht gut. Puh. Es ist ein ausgeglichenes Spiel, kann man hier fast sagen. Schüsse in beide Richtungen. Volland. Zeus schön dazwischen. Viel Talent hat der junge Mann. Klos. De Witt. De Witt, ah. Hätte abspielen können. Oder müssen, oder was auch immer. Oltoff. Ah, was ist ein Fehlpass über Fehlpässe gerade? Das ist nicht sehr gut. Aber auch sowas. Ist nicht sehr gut auf Hoffenheimer Seite. Halbzeit, sagt der Rap. Schüsse, nee, Hoffenheim klar, besser Schuss auf Tor, wird 2:1, Ballbesitz Hoffenheim besser. Hui. Dortmund und Leverkusen, das gewünschte Unentschieden existiert gerade. München führt gegen Berlin, war ja klar, und wo haben wir die Hamburger? Da unten, ja, Bremen führt auch in Hamburg, ah. Krebs, mal ein bisschen hier aufmuntern. Ich glaube an euch.
Ach, Lechas, haben wir ein bisschen versaut. Gut, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Bumstal jetzt. Vielleicht die Pässe ein bisschen sicherer. Klos wäre durch. Ja. Ja, abseits. Minimal kann man fast sagen. Aber ein bisschen zu viel losgelaufen. Die Abseitsfalle Dorf und einmal zugeschlappt. Vielleicht jetzt über Oltoff. Nee, Santana diesmal gut gestört. Kein Elfmeter verursacht. Volland. Wird gut von Zeus gestört. Keine Gefahr. Oltoff müsste im Abseits gewesen sein. Yes. Santana mit dem Freistoß. Volland! Bier nochmal! Puh! Oltoff hat jetzt Platz. Zu früh gepasst auf Klos. Also viel zu früh gepasst. Verliert dann der und den Ball. José. Ah, Trash. Rudy. José, aber Lechas noch in letzter Sekunde. Oltoff. Bumstal. De Witt. Schön auf den freigelaufenen Bumstal. Der Ball landet trotzdem im Seitenhaus. Ich nutze die Gelegenheit zum Wechsel. Oltoff überzeugt heute nicht. Ludewig. Nee, Ludewig. Hierfür Oltoff machen wir nochmal. Tauschi, Tauschi. Panewitz für Arthur. Und Push für Krebs machen wir mal. Ich denke mal, damit können wir leben. In der 59. Minute wechselt Bruce Daniel. So. Capellari, Panewitz. Ludewig wieder angeschossen. Abstoß. Push. Klose wäre durch. Santana erneut mit dem Foul. Es gibt die gelbe Karte. Oltoff wird ausgewechselt. Wer schießt jetzt den Freischuss? Und geht da rein, um zum Sieg zu führen? Panewitz, aber Lonro hat die Ecke geahnt. Schön gehalten. Rudy. Auf José. Nichts. Defensive steht. Panewitz. David. Ludewig. Ja, schön. Klos. Mach's, Junge. Nein. Er wollte nicht. Klos. Na, gestört. Volland. Sigurdsson. Volland. Volland! Oh, Bier macht sich ganz lang, hält den Ball. Unentschieden hier, das reicht uns nicht, Ludewig. Klos, abseits. Ah. Ärgerlich. Volland. Klos. De Witt, na, das war nichts. Firmino. Volland. Ach, José, Bier. 10 Minuten noch. Zieh mal ein Unentschieden. Es ist nicht genug. Das wisst ihr. Zeus. Bumstal. Firmino. Firmino. Volland. Bier mit einer klasse Parade. Ecke nochmal für die Hoffenheimer. Fuck. Bruce ist auch nicht begeistert. Jetzt vielleicht. Jetzt die Chance. David kommt da nicht ganz ran. Zeus, push. Jetzt, Team. Ja, nein. Zu weit, zu weit, zu weit. Viel zu weit. Obasi. Nichts. Ludewig muss sich hinten den Ball holen. Aber kriegt ihn da auch nicht. Obasi. Hihi. Huh, knapp am Tor vorbei. Bier. Weiter. Abschlag. Klos. Klos, Klos, Klos. Klos, warum schießt du denn nicht, junger Mann? Nochmal Klos. David! Yes! 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 90. Spielminute. Pierre de Witt. Bruce hat das erwartet. Seine Euphorie ist jetzt nicht zu spüren. Boah! So. Das ist eine gute Top-Mannschaft hier. Lassen sich nicht hängen. Das war's. 2:1. Boah. Leute, Leute, Leute. Ja. Hoffenheim mit Schüssen klar besser. Meine Fresse. Statistiken. Ergebnisse. Wir steigen auf Platz 4. Da Leverkusen... Ach nee, unentschieden. Unentschieden, jawohl. Das spielt uns ja wirklich richtig in die Karten. München gewinnt, Bremen gewinnt. Das ist natürlich blöd. Wir haben jetzt 2 Punkte auf den ersten. So, gegen München geht es im nächsten Spiel. Die ziehen, also müssten wir vorbeiziehen. Dann hätten wir den Champions League Platz inne. Stimmen. Serien sind was für Statisten.
Naja, sage ich jetzt nicht zu. Spieltagsstatistik. Bier. Und das war's. Die besten Spieler dürften sich ja nichts geändert. Puh. Wir simulieren jetzt zum Samstag. Alter. Mia San Mia. Ja, Finale da Huan war ja wohl nichts. Ich hoffe, ich habe Ihnen diese Frage nicht schon mal gestellt. Aber was ist eigentlich das Geheimnis erfolgreichen Fußballs? Taktische Ausbildung der Spieler ist ganz wichtig. Samstag, 16. April. München. In der Allianz Arena. Arroganz Arena kann man fast sagen, geht's dann gegen die Münchener. Ich stelle noch um, Ludewig. Da müssen wir wirklich mit Top-Besetzung spielen. Wobei ich Zeus trotzdem hinten drin stehen lasse. Bunga verlässt uns. Dann braucht er auch nicht spielen. Muhahaha. So, was ich jetzt noch machen wollte, ein bisschen die To-Do-Liste. Ach, es wurde gewünscht, Althoff in die Hall of Fame. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt einfach so machen kann. Schauen wir mal. Ich glaube, das dürfte jetzt noch nicht gehen. Was ist denn hier? Althoff. Aktion. In die Ruhmeshalle aufnehmen. Ist jetzt drin? Ja, Althoff ist in der Ruhmeshalle, habe ich gemacht. Kann also abgehakt werden. Koop-Verträge werden wir so spät in der Saison nicht mehr kriegen. Kooperationsverträge. Nee, richtig. Ende der Saison, da will dann keiner mehr. Von daher werde ich das mal einkreisen und für nächste Saison. Warte, nächste. So, und dann wurde gewünscht, dass man sich, oder dass wir uns Co. kaufen. Co. Ja, nur welchen, ne? Den hier vielleicht. Keine Ahnung. Gibt einige Co.s. Von daher kann ich das momentan auch nicht machen. Und wie viele Spieler und Tore der Panky-Spieler? Spiele und Tore der Panky-Spieler. Kann ich jetzt so, glaube ich, gar nicht sagen. Ich bin ja auch ein bisschen aufgeschmissen manchmal, ohne Pet, der hier ein bisschen mehr Ahnung hat. So. Elias Bier 170 Einsätze. Danach knapp daneben mit Althoff mit 142, Moslea 118. Althoff insgesamt 105 Buden. Ist das der Hammer. Moslea mit 33, Klos mit 40, De Witt mit 24. Aber auch Leute wie Mainka mit 8, Samine mit 3. Auch Patrick Strobel, da schauen wir auch nochmal kurz. Ah, ich glaube, da zählt nur die zweite Mannschaft, ne? Zwei Tore hat er da gemacht, oder bei uns, weiß ich jetzt gerade nicht. So viele Leute, die sich das jetzt nochmal genauer ansehen wollen. Hier könnt ihr euch das angucken. Bitteschön, kann ich also auch abhaken. Habe ich alles gemacht, was auf der To-Do-Liste stand. Gut. So, die Mannschaft ist aufgestellt. Diesmal gibt's... Pet wird sich jetzt kaputt lachen, den... Theo20er für einen Sieg gegen München. Dankeschön fürs Zusehen. Toi, toi, toi für die nächsten Part. Ciao.